Und auch heute bin ich nur auf der deutschen Seite, im Gegensatz zu Ihnen. Das kennen Sie gar nicht mehr, auf der deutschen Seite zu sein. Wessen Geschäft und wessen Interessen werden hier eigentlich vertreten? Putin. Ja, Frau Edelmaß, ich bin Ihnen dankbar für die Frage, die Sie eingangs Ihrer Rede gestellt haben. Wessen Interessen verfolgen wir eigentlich? Ich darf Ihnen sagen, wir hier von der AfD sind die einzige Partei, die noch deutsche Interessen verfolgt, die noch für dieses Land arbeitet. Sie alle geben dieses Land auf. Indem Sie die Sanktionen weiter befürworten, sorgen Sie dafür, dass dieses Land industriepolitisch in die zweite und in die dritte Liga absteigt. Das haben Sie alle nur noch nicht erfasst. Gucken Sie sich doch an, wie die Industrie im Moment warnt. Herr Nockemann, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Abgeordneten Herrn Müller? Nein, zu Herrn Müller werde ich mich sowieso noch äußern. Herr Müller, Sie sprachen davon, Herr Putin habe einen Energiekrieg gegen den Westen entfacht. Nein, Herr Putin hat die Ukraine überfallen. Und dass das völkerrechtswidrig sind, da sind wir uns alle einig. Herr Habeck und der Westen hat mit einem Energiekrieg geantwortet. Das sind nicht meine Worte. Habeck selber hat gesagt, wir machen den Energiekrieg. Also kümmern Sie sich um historische Fakten und reden hier keinen Unsinn. Und wenn ich dann noch gefragt werde, Herr Professor Wiese, wir wollten in Wirklichkeit ja die Sanktionen zurücknehmen gegen Russland. In der Tat, die Frage ist natürlich, die Anmerkung ist auch berechtigt, wir wollen, dass Sanktionen zurückgenommen werden, die unserem Land schaden, mehr schaden als Russland. Das ist der Hintergrund dieses Antrages. Wenn Sie sagen, Putin liefert auch nicht durch Nord Stream 2, woher wollen Sie das wissen? Er fordert doch ständig die Inbetriebnahme. Ja, stellen wir ihn auf die Probe. Machen wir es doch einfach. Und, liebe Kolleginnen, die Gasspeicher sind voll. Herzlichen Glückwunsch. Wissen Sie, wie lange das reicht? Es ist ja auch Sommer, es wird auch nicht geheizt. Wissen Sie, wie lange das Ganze reicht? Maximal 2 Monate, maximal. Aber im Winter hält es noch nicht mal 2 Monate, dann haben wir nichts mehr. Treue zum russischen Diktator ist das Allerletzte, was Sie mir unterstellen können. Ich bin 64, ich habe den Kalten Krieg erlebt, ich war immer auf der amerikanischen Seite, nie auf der russischen, heute auch nicht. Und auch heute bin ich nur auf der deutschen Seite, im Gegensatz zu Ihnen. Das kennen Sie gar nicht mehr, auf der deutschen Seite zu sein.